Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 1, Drakes Schicksal. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier im alten Zollhaus und sind mit Elena unterwegs und müssen uns jetzt hier irgendwo die alten Unterlagen beschaffen. Okay, geht's jetzt hier irgendwie nach unten? Wir können einfach hier runterspringen, oder? Kommst du hinterher? Ja, die kann das auch. Okay. Das ist ja schon mal richtig gut. Und ich habe schon 10.000 Schätze wahrscheinlich verpasst, die hier irgendwo rumliegen. Aber mal sehen, vielleicht sind wir gleich ein wenig schlauer. Wow. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Genau. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh, ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sick... Pavis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Na gut, aber hier ist doch wahrscheinlich noch ein anderer Hinweis versteckt, oder? Das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Aber dieses alte Gebäude sieht richtig cool aus. Ich seh ihn. Er ist hier drüben! Meine Fresse. Die sind aber auch überall. Die sind echt nervig. Okay. Meine Güte. Wo sind denn die noch? Ballern die von ganz... mich verarschen? Die stehen hier oben irgendwo, ne? Kann ihn sehen. Ach du Scheiße. Okay, wo ist der mit dem Raketenwerfer? Da oben irgendwo. Na, großartig. Krasse Sache. Toll. Da oben sehe ich... Er ist da drüben! Oh, wie fühlt sich das an? Ich sehe ihn! Wo denn? Dort oben war einer. Er ist hier. Du bist tot, Bray. Das gibt's da nicht hier. Oh shit.
Wo ist dieser hässliche Kunde mit dem Raketenwerfer? Das tat bestimmt weh. Gott, das ist heftig. Wo ist der mit dem scheiß Raketenwerfer? Oh nein! In Ordnung. Okay, der ist aber weg. Es kann nicht sein, dass das alle waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Shit, ich hab's doch gewusst. So ein Drecksack dort oben. So ein hässlicher Drecksack hier. Nee. Schön. So. Da oben gibt's gar nichts. Naja, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier vielleicht irgendwas ist. Wir müssen aber auf jeden Fall das Tor hier aufmachen. Damit wir hier weiterkommen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zum Boot kommen, ne? Und dann abhauen hier. Oh. Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleibe ich nicht hier und du kommst, gleich wieder und holst mich ab? Okay. Was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Sicher? Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Was hat die vor? Okay. Uah, da geht's tief ab. Da konnte ich jetzt nichts, da könnte ich jetzt wirklich nichts dafür, ne? Der hat jetzt. Der ist jetzt einfach nicht gesprungen. Dabei bin ich gerannt und hier ohne Probleme rübergesprungen. Ach du Scheiße, hier bricht wieder alles ein. Schaffst du das? Oh Gott, okay. Ui. Ja, alles gut, ich muss mal festen Boden oder die Füße bekommen. Ach du Scheiße. Okay. Mann, ich. Okay, die Granate ist woanders hingesprungen. Komm schon schön nach oben. Meine Güte. Okay, bleib schön hier oben, bleib schön hier oben. Und dann machen wir das Tor auf. Aber ich will nicht wissen, wer uns da drinnen erwartet. Okay, Kapitel. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Na, großartig. Oh Mann. Oh Mist. Yeah.
Mann. Der mit seinem scheiß MG dort rum. Uiuiui, das wird knapp hier. Keine Chance, keine Chance. Hier wirst du von allen Seiten beballert. Das ist sowas von unfair. Ja, da kann mir einer sagen, was er will. Es ist so fies hier. Vor allem die... Shit. Oh Mann. Komm schon, ich will dich in den Kopf schießen. Okay, wo haben wir? Der liegt immer noch dort oben. Jetzt nicht mehr, okay. Hier ist irgendwo noch einer. Ich bin ja eigentlich relativ gut geschützt. Aber das sieht's doch nicht. voll ins MG reingerannt. Oh, das ist wieder so eine richtig geile Stelle hier. Das ist so eine richtig geile Stelle hier wieder. Das ist echt so eine richtig geile Stelle hier. Okay. Okay. Da ist der. Der ist weg, der ist weg. Munition für die Pistole. Oh shit, hier ist aber noch irgendwo einer. Hallo? Oh Mann. Waren das jetzt... Waren das jetzt alle? Ne, es waren immer noch nicht alle. Na komm. Komm noch mehr von... Okay. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr, aber ich glaube, das war's. Sehr gut. Puh. Munition.
Uzi. Noch mehr Munition. Hier vorne haben wir sogar auch noch Munition. Ah ne, das ist nur eine Schrotflinte, die nehme ich nicht mit. Tut mir leid, ich bleibe bei meiner AK, obwohl das andere... Obwohl das andere Gewehr auch nicht schlecht war. Hier lag irgendwo noch eine Granate rum, habe ich gerade gesehen. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Habe ich noch 3 Stück. Gut. Wie gesagt, aber was sind das für Typen hier? Was sind das für Typen? Gibt es hier irgendwo in der Ecke einen Schatz? Ja, könnte ich jetzt nehmen. Aber ich werde erstmal hier aufmachen und dann werde ich wahrscheinlich das MG nehmen können, ne? Oh ja, nochmal ein paar Haufen. Ne, kommt keiner mehr? Gut. Dann kann ich ja hier durchgehen. Also ich bin erstmal beim Boot. Aber das kann ja eigentlich nicht so schlecht bewacht sein. Schaff das alles an Bord. Hey! Los, mach schon, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kran doch nicht. Achtung, Achtung und... Jetzt. Er lebt. Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier weg, verdammt. Das ist wirklich komisch. Tja, der hat dich wahrscheinlich hintergangen, Nathan. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Hm. Okay, unser Boot ist weg. Und wir sollen jetzt Richtung Kloster. Wir haben eigentlich auch nur einen Weg, okay, den wir gehen können hier. Er ist hier. Willst du mich verarschen? Okay, die haben uns erstmal weg mit seinem Granatwerfer. Richtig fies hier, ne? Ihr denkt, ihr seid cool, ihr seid aber nicht cool. Hier ist nicht mal irgendwo... Doch, hier ist ein Schatz endlich mal wieder. Eine spanische Goldmünze. Schatz 9 von 60. Ich habe wahrscheinlich schon 30 Schätze verpasst. Aber wir wollen ja nur diese geile Geschichte erleben. Und das Problem hierbei ist natürlich... Diese Hängebrücke. Ist die echt stabil oder ist die nicht stabil? Komm schon, Nathan, du könntest ruhig ein bisschen schneller hier drüber laufen. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Ah! Das reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Verdammt! Die schöne Kamera.
ist. Schon okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Die ärgert sich wirklich, ihre ganze Arbeit ist jetzt weg. Okay, wo müssen wir aber weiter? Aha. Nach oben oder nach unten? Okay, endlich raus hier. Gut. Oh. Okay. Bleib lieber weg da von der Kante. Okay, darüber komme ich nicht. Wir müssen jetzt also durch diesen alten Tunnel hier. Okay, was ist das, alte Schmugglerversteck oder was? Da glitzert auch schon oder was? Goldener Kutimundi. Das ist ein komisches Vieh mit einem hässlichen Schwanz. Schatzsucher Neuling. Ja, ich glaube, mehr werden wir auch nicht finden. Na, mal sehen, wir lassen uns überraschen. So, Pistole nachladen. Maschinengewehr raus. Flussaufwärts, Kapitel 12. Oh, wir dürfen wieder fahren. Der Fluss müsste direkt zum Kloster führen. Großartig. Na dann wollen wir uns mal auf den Weg machen Richtung Kloster. Ich bin dabei. Vielleicht gibt's hier noch. Ich glaube nicht. Hier komme ich nicht rein. Zumindest nicht so einfach. Na dann wollen wir mal. Elena, du hast hoffen. Ah, du hast eine Pistole. Na gut. Okay. Wollen wir mal. Hoffentlich werden wir nicht von irgendwelchen Leuten angegriffen hier. Oh Gott, das ist schwierig hier nach oben zu fahren. Okay, wir dürfen nicht stehen bleiben, dann spült es uns zurück. Okay, sieht gut aus. Die Fässer sind natürlich nicht geil, ne? Ah, ich lass euch. Ach du Scheiße. Okay, ein Fass berühren und man ist wirklich tot. Ein Fass berühren und man ist wirklich. Ein Fass berühren und man ist echt tot. Okay. Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht, ja. Okay, wir haben uns ein bisschen den Weg freigesprengt hier. Okay, den lassen wir mal. Ach, Herr Jemine. Okay, das war knapp. Das war knapp. Ach du Scheiße. Okay. Das ging auch nochmal gerade so gut, ne? Da kommt noch mehr Fässer. Ich hab sie gesehen. Oh Mann.
Okay, haben wir es jetzt endlich geschafft? Haben wir es jetzt endlich geschafft und sind am Kloster angekommen? Ach du Scheiße. Ist den ganzen Mist nochmal? Nee, Gott sei Dank nicht. Am besten schnell hier durch. Am besten schnell hier durch und weg. Okay, das sieht gut aus. Kann ich hier anlegen? Nee, weg hier. Okay, es dürfte es aber nicht mehr reinschmeißen, ne? Okay, ich glaube von den Fässern... Und jetzt... Sollen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch mit dem Ding? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gott! Hier kommen wir nicht nach oben. Wir müssen hier irgendwo anlegen, garantiert. Wo, bitteschön, müssen wir hin, beziehungsweise wo sind wir jetzt gelandet hier? Ja. Da komme ich definitiv nicht hoch. Ich komme hier hoch, okay. Nathan. Gib Gas, komm schon. Okay. Noch mehr Fässer. Oh Mann. Raketenwerfer, na toll. Puh. Oh nein, jetzt muss ich das den ganzen Mist nochmal machen hier. Komm schon, macht euch hier hoch. Shit. Okay, den haben wir gerade, den haben wir. Wir müssen weg hier, wir müssen weg. Keine Ahnung, oder müssen wir hier jetzt irgendwo bleiben? Nee, das sieht gut aus. Lasst mich ja in Ruhe. Ich möchte gern diese Passage endlich beenden. Okay, das sieht aus wie ein Kloster und hier können wir anlegen. Komm, lass uns hier ran. Boah, heftig. Danke. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Zuflucht? Fragezeichen. Ja, das werden wir im nächsten Part erfahren von Uncharted 1 Drake Schicksal. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.